Dann setz dich nochmal für einen kurzen Moment ganz entspannt, ganz bequem hin. Wichtig ist, dass du deine Beine, dein Becken schwer nach unten sinken lassen kannst und die Wirbelsäule leicht aufrichten kannst. Zieh vielleicht nochmal die Schultern zu den Ohren und kreis so zwei, dreimal vor, hoch und zurück, sodass du auch hier ganz entspannt wirst. Und dann lass die Schultern nach unten entspannt sinken. Die Augen geschlossen. Und nimm einen tiefen, tiefen Atemzug. Richtig schön weit einatmen. In alle Richtungen wirst du weit. Halte für einen Moment nach der Einatmung. Und mit einem Seufzer alle Müdigkeit, alle Spannung durch den Mund ausatmen. Mach das nochmal. Tief, tief, tief einatmen, einatmen, einatmen. Noch ein bisschen weiter einatmen, halte. Und ausatmen, lass los. Ein letztes Mal tief, tief einatmen. Noch ein bisschen tiefer, ganz gleich, woher du jetzt kommst. Lass alles, was jetzt war, los durch den Mund, atme aus. Lass den Atem natürlich kommen und gehen. Und genieße einen Moment der Stille, der bewussten Stille und werde gewahr. Gewahr, was dein Körper dir gerade signalisiert, welche Empfindungen sind da, welche Gefühle und auch welche Gedanken da immer wieder gerne reingrätschen wollen, sich zeigen wollen. Und über den Atem gelangst du weiter und weiter in diesen Raum des Bewusstseins, der bewussten Wahrnehmung. Und wenn du möchtest, nimmst du die Hände jetzt vor das Herz, ins Anjali Mudra. Und wir singen dreimal das Om. Einfach nur, dass wir uns hier neutralisieren, nochmal alles harmonisieren durch diese Schwingung, die durch den ganzen Körper jetzt vibriert. Atme sanft ein. Und senk die Stirn nach unten. Spür in dein Herz und kreiere hier deine Intention ganz besonders mit deinem Gefühl heraus. Ja? Denn Gefühle sind die Zauberkraft, die mit Gedanken Wunder schafft. Beides Hand in Hand. Und dann bleibst du nach innen ausgerichtet, öffne langsam die Augen, heb die Knie, streck die Beine gerne nochmal nach vorne aus, flex und pointe die Füße zu den Knien und den Gelenken hier ein bisschen Neutralität gibst, Mobilisation. Ja, und dann komm von hier in den Vierfüßlerstand. Und fächere die Finger hier gleichmäßig weit auf. Und nutze das Katze-Kuh-Spiel,
um deinen Atem jetzt richtig schön auszudehnen. Mit deiner Einatmung hebst du das Brustbein. Mit der Ausatmung kippst du dein Becken, ziehst den Nabel nach innen, Kinn zum Brustbein, Schulterblätter weit. Dann mach es weiter, einatmen, hebe, zieh die Schultern zurück. Und ausatmen, ganz rund werden, Kinn zu dir ranziehen, mach das weiter. Vielleicht möchtest du noch ein, zweimal durch den Mund aushauchen, um jetzt hier ganz leicht die Stimmritze zu verschließen. Vielleicht möchtest du doch mal die Finger nach außen und Richtung Knie rotieren, um die Handgelenke mal in die andere Richtung zu dehnen. Spannst den Beckenboden an. Und jetzt spür, wie der Atem durch die Kehle rauscht, vier Takte lang aus, vier Takte lang ein. Und du so in den Rhythmus kommst, der die Stunde anführt. Dreh die Finger nach vorne, kreis dein Becken noch zwei, dreimal in die eine Richtung, gerne auch die Schultern dazu. Den Nacken, den Kopf bewegen. Und dann in die andere Richtung. Und dann kommst du ins Zentrum, atmest hier nochmal tief ein. Mit der Ausatmung lass den Rücken rund werden, schieb das Gesäß Richtung Fersen. Und dann komm wieder nach oben, einatmen, heb das Brustbein, zieh die Schultern zurück. Nochmal den Rücken ganz rund werden lassen, Gesäß zurückschieben. Und noch einmal, heb sanft das Brustbein. Diesmal stell die Füße auf und drück dich in den nach unten schauenden Hund. Jetzt beug die Beine abwechselnd ein paar Mal. Schieb die Sitzbeinknochen dabei weit, weit nach hinten, nach oben. Genau. Während du das machst, werd im Schulter-Nackenbereich weit. Und dann komm nochmal mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen. Beug beide Beine, schieb den Rippenbogen Richtung Oberschenkel. Lass nochmal den Kopf ganz frei. Nacken lang. Mit der Ausatmung schieb die Fersen, soweit es für dich okay ist, zurück. Heb mal die Zehen an, dass du wirklich ganz aktiv dein Fundament hier baust. Und dann Großzeh, Kleinzeh, zum Schluss die anderen Zehen ablegen. Und für ein paar tiefe Atemzüge hier weit werden, aktiv aus dem Bauch. In den Brustkorb ein. Aus dem Bauch. Ach. Tief ein. Vollständig aus. Heb die Leisten nach hinten, nach oben. Spann den Beckenboden an. Nochmal tief ein. Und aus. Mit deiner Einatmung komm in die schiefe Ebene und bleib auch hier für einen Moment. Zieh die Fersen zurück, Brustbein nach vorne, der Kopf hängt nicht, sondern du schaust so ein paar Zentimeter vor dir zum Boden. Fühl die Kraft hier, Körpermitte stark. Hier nochmal einatmen, dann bring ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Du schlängelst dich durch die Hände durch in die Kobra, einatmen. Und schiebst das Gesäß Richtung Fersen, stellst die Füße auf in den Hund. Komm dann gleich einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Und ausatmen, bringe Knie, Brust und Kinn ab. Einatmen in die Kobra, roll die Schultern zurück. Bleibe, senk die Stirn, atme aus, verschränk die Finger hinter dem Rücken. Und dann roll die Schultern hoch, Nabel nach innen, heb das Brustbein, heb den Kopf. Bleib hier gerne, lass den Atem tief. Und wenn du möchtest, heb die Beine und fang mit den Beinen an zu paddeln. Lass das Kreuzbein weit Richtung Fersen.
ausgerichtet, ja? Tief der Atem. Und du hebst von den Leisten hoch. Dass jetzt schön warm wirst, nochmals auch den Rücken stärkst und die Körpermitte aktivierst, das Herz weit werden lässt. Okay, und dann bring beide Füße zum Boden, Hände neben die Rippen, Stirn zum Boden. Öffne dich, einatmen in die Kobra und ausatmen. Streck dich langsam zurück in den Hund. Atme hier tief ein. Und ganz leer werden. Atme, streck dich noch ein bisschen länger. Komm dann auf die Zehenspitzen, lauf mit kleinen Schritten nach vorne, bleibe hüftbreit hinter den Händen stehen. Gerne nimmst du die Hände auf Blöcke, wenn der Boden zu weit weg ist, und dann lass den Kopf los. Atme auch hier tief in den Brustkorb. Aktiv aus dem Bauch, schieb die Fersen zurück. Tief ein. Vollständig ausatmen, lass die Gesichtszüge weich einatmen. Atme aus. Tief ein. Und genauso lang, vollständig ausatmen. Noch einmal. Ganz leer werden, atme aus. Heb den Blick, bring die Fersen nach außen, dann die Fußballen nach außen und setz dich in die Hocke, gerne auch auf einen Block. Bring die Hände vor das Herz, atme tief ein, schieb mit den Ellenbogen gegen die Knie und mit den Knien umarme die Ellenbogen, Rücken lang. Aus dem Bauch, fühl die ganze Fußsohle geerdet, der Scheitel wächst nach oben ein. Aktiv aus dem Bauch, Nabel geht nach innen hoch. Tief und weit ein und aus. Noch zwei. Einatmen, bring die Hände zum Boden, heb den Po. Ausatmen, die Füße hüftbreit oder ganz zueinander schließen. Komm, einatmen auf die Fingerspitzen, zieh den Rücken lang. Und lass dich über die Beine gerne die Knie beugen, nach unten sinken. Mach das noch zweimal, einatmen, Rücken lang. Austauch über die Beine. Noch einmal einatmen, Rücken lang. Austauch über die Beine, beug die Beine und jetzt roll dich einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben. Wenn du aufrecht bist, zieh noch einmal die Schultern zu den Ohren und nach hinten kreise zweimal vor, hoch und zurück. Zieh die Schultern hoch, Hände hinter dem Rücken verschränken, zieh die Schultern nach unten, streck die Hände weg vom Gesäß, heb das Brustbein, senk dein Kinn, Kreuzbein weit, tief in den Brustkorb ein. Aktiv aus dem Bauch aus. Tief ein. Vollständig aus. Ruhig ein. Ruhig ausatmen. Tief ein. Atme aus. Noch einen. Lass die Hände los. Einatmen, nimm die Arme über den Kopf, verschränk die Finger. Lehn dich nach links. Atme aus. Einatmen in die Mitte, lehn dich nach rechts mit der Ausatmung. Wieder lang nach oben zentrieren und zur anderen Seite. Einstreck dich lang und ausatmen zur rechten Seite. Einatmen in die Mitte, bring die Hände vor das Herz. Bleibe hier, atme ein. Erinnere dich hier nochmal an diesen ja, vibrierenden Moment am Anfang der Stunde, deine Intention. Und dann bewegen wir uns, fließen durch die Sonnengrüße, einatmen, heb die Arme, schau zu den Händen.
Ausatmen, tauche nach unten, dein Herz führt die Hände groß und weit. Einatmen, das rechte Bein nach hinten. Komm in die schiefe Ebene, bleibe hier. Einatmen. Jetzt die Liegestütze, gerne mit Knien erstmal. Du kannst auch ablegen in die Kobra oder von hier in den aufwärts schauenden Hund kommen, Schultern zurück. Und ausatmen, nach unten schauender Hund, bleibe ich hier, atme ein. Streck dich lang, Nabel nach innen aus. Tief und ruhig ein. Noch ein bisschen länger werden, atme aus. Weit über den physischen Körper ein. Tief nach innen aus. Und komm auf die Zehenspitzen ein, beug die Beine, blick nach vorne, laufe oder spring nach vorne und heb das Brustbein an. Lass dich über die Beine nach unten sinken. Komme einatmen mit weiten Flügeln nach oben, Arme über den Kopf, schau nach oben. Senk die Hände, atme aus. Ein, heb die Arme, streck dich lang. Aus, tauche ab. Hände groß und weit, einatmen, linkes Bein nach hinten und komm gleich von hier in die Liegestütze oder in Kniebrustkissen. Aufwärts schauender oder Kobra und zurück nach unten schauender Hund, bleibe hier, atme ein. Atme aus, den Bauch aus, Kreuzbein weit, Steißbein zieht nach unten, Leisten nach oben. Der untere Rippenbogen zieht Richtung Bauchnabel, der Nacken wird dadurch frei. Noch einmal ein. Atme aus, beug die Beine, blick nach vorne, lauf oder spring nach vorne, einatmen, Rücken lang, heb das Herz. Tauche über die Beine, lass los. Komm, einatmen nach oben, heb die Arme. Und senk die Hände. Wir üben den Chivamukti-Sonnengruß. Verhak die Daumen. Einatmen, zieh dich nach oben und lehn dich nach hinten. Mit der Ausatmung beug die Beine und verschränk die Finger hinter dem Rücken. Zieh die Arme lang, vielleicht die Beine strecken. Einatmen, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten, hebt das Herz. Aussteige in den Hund, streck dich lang. Einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Liegestütze oder Variante. Einatmen, aufwärts schauender Hund. Und zurück nach unten schauender Hund wieder. Einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra, weites Herz. Ausatmen, Stirn Richtung Boden, Po nach hinten in den Hund. Einatmen, rechtes Bein nach vorne, Rücken lang. Ausatmen, das andere Bein dazu, lass den Kopf los. Hake die Daumen, beug die Beine lang, streck dich nach oben und zurück. Und ausatmen, beug die Beine, verschränk die Finger, zieh die Arme lang. Einatmen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten, blicke nach vorne. Steige in den Hund, streck dich durch. Einatmen vor, schiefe Ebene. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Einatmen vor, schiefe Ebene. Aus, Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen, zurück in den Hund, genieß den Fluss des Atems, der dich führt. Links einatmen nach vorne. Aus, das andere Bein. Lass los, verhak die Daumen. Ein, zieh dich nach oben, lehn dich zurück, bleibe stehen, senk die Arme. Zweite Runde. Verhak die Daumen, ein, zieh dich nach oben, lehn dich zurück. Und ausatmen, beug die Beine, verschränk die Finger, Arme lang. Einatmen, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten, Rücken lang. Aussteige in den Hund, streck dich. Einatmen vor, schiefe Ebene, starke Mitte. Ausfließe in die Liegestütze, gern mit Knien. Drück dich einatmen in den aufwärts schauenden. Und ausatmen nach unten schauen.
Einatmen vor, schiefe Ebene. Aus Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra, weites Herz. Aus Po Richtung Fersen, zurück in den Hund. Rechts einatmen nach vorne, hebt den Blick. Aus das andere Bein dazu, lasst den Kopf los. Beugt die Beine, verhakt die Daumen ein, zieh dich nach oben, lehn dich zurück. Und beugt die Beine, verschränkt die Finger, Arme hinter dem Rücken lang. Einatmen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten. Rücken lang, ja, und dann zurück, steige in den Hund, Leiste nach hinten hoch. Einatmen vor, nach schiefe Ebene. Chaturanga, atme aus. Einatmen, aufwärts schauender Hund. Zurück, nach unten schauender Hund. Einatmen vor in die schiefe Ebene. Aus Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra. Aus Po Richtung Fersen. Lang in den Hund. Einatmen, linkes Bein nach vorne, Rücken lang. Aus das andere Bein dazu, lass den Kopf los. Beug die Beine, verhakt die Daumen, zieh dich nach oben und lehn dich zurück. Und bleibe stehen, senk die Arme. Atme ein, bleibe hier. Atme aus, die Füße ganz geschlossen. Setz den Po tief, einatmen in den Stuhl. Ausatmen, wir drehen nach rechts, linker Ellenbogen außen an das rechte Knie, Daumenwurzeln ans Brustbein, einatmen. Die linke Hüfte mehr zurück, Bauch nach innen aus. Einatmen, Blick ins rechte Augeneck. Atme aus. Tiefer. Und hier aus, komm in die Mitte, einatmen. Und dreh dich zur anderen Seite. Einatmen hier, rechte Hüfte zurück. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Noch eine. Hier ausatmen. Einatmen in die Mitte. Ausbring die Hände zum Boden. Heb den Po, öffne die Füße hüftbreit. Einatmen, greif die großen Zehen von innen, von unten mit Zeige, Mittelfinger, Rücken lang. Ausatmen, lass dich über die Beine nach unten sinken. Daumen auf den Zehennagel, zieh die Schultern hoch, lass den Nacken lang. Knie natürlich gerne gebeugt lassen, wenn das sonst nicht geht. Arme können dann gestreckt bleiben. Ansonsten, wenn du recht flexibel bist, ziehst du die Ellenbogen nach außen und nach hinten, sodass du noch ein bisschen freier im Schulternackenbereich bist. Zieh den Nabel nach innen. Fersen zurück. Lang und ruhig der Atem. Bleib ganz bei dir. Noch einen Atemzug hier. Einatmen, hebt das Herz, löst die Hände in die Hüften, Knie gerne gebeugt, zieh die Ellenbogen, Schultern zurück, Nabel nach innen, komme mit geradem Rücken, einatmen nach oben, schließ die Füße, atme aus, ein Tadasana. Atme hier noch einmal aus. Setz den Po tief, komme in den Stuhl, Utkatasana, einatmen. Dann bring die Hände zum Boden, Uttanasana. Vorbereiten, Herz bei. Du kannst zurücklaufen in den Hund oder in die Liegestütze oder du springst in die Liegestütze. Einatmen, öffne dich in die Rückbeuge, Kobra oder aufwärts schauender. Und wir treffen uns im nach unten schauenden Hund. Atme ein. Atme aus. Rechts geht vor, linke Ferse schiebt in die Matte. Einatmen, komm nach oben in den Krieger 1. Dann öffne zu Virabhadrasana 2. Streck das rechte Bein, Oberschenkel rotiert ein bisschen nach außen. Wir gehen ins Dreieck, Teil hier lang, heb den linken Arm und blick an der linken Hand mit den Augen vorbei. Tief der Atem. Ruhig ein.
Atme aus, Großziehballen vorne rechts, ganz aktiv in die Matte schieben. Tief ein. Atme aus. Noch zwei. Gerne, guck nach unten mit der Ausatmung. Komm dann mit starken Beinen nach oben. Atme aus, beug das rechte Bein. Knie ist über der Ferse. Einatmen, bleib hier. Verschränk die Finger, ausatmen hinter den unteren Rücken. Zieh die Arme nach hinten, weg vom Gesäß, Herz weit. Atme aus, die linke Hüfte schiebt vor zum rechten Knie. Einatmen hier. Atme aus. Halte die Herz. Öffnung, die Schultern weit. Und dann heb die Arme nach vorne, nach hinten, Blick über die rechte Hand, noch zwei. Mit der Einatmung streck das rechte Bein, heb den rechten Arm, lehn dich weit nach hinten. Mit der Ausatmung beugt das rechte Bein, kannst den Unterarm auf den Oberschenkel bringen oder die rechte Hand außen gerne auf einem Block zum rechten Fuß, zieh den linken Arm weit über das Ohr. Streck die ganze linke Seite lang, während du hier Platz schaffst zwischen Schultern und Ohren. Weit das Herz, tief der Atem. Aktiv aus. In den Brustkorb ein. Aus dem Bauch aus. Noch ein bisschen länger werden. Ein. Atme aus. Noch einen. Hier aus. Einatmen, bring die linke Hand zum Boden. Wir gehen in die Seite Plank. Vasisthasana, heb die hintere Ferse, komm auf die Außenkante. Den rechten Fuß kannst du hier mittig abstellen oder eben auf den linken setzen. Zieh die Zehen zu dir ran, heb den rechten Arm. Atme aus. Tief ein. Und aus. Weit ein. Atme aus. Komm einatmen in die schiefe Ebene. Und bringe ausatmen Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. In den nach unten schauenden Hund. Bleibe hier ein. Werde komplett leer. In der Atempause bringst du den linken Fuß nach vorne, rechte Ferse zum Boden und kannst einatmen nach oben in den Krieger 1 und ausatmen zum Krieger 2 öffnen. Einatmen, streck das linke Bein. Jetzt schau, dass du wirklich den Oberschenkel nach außen rotierst. Ganz lang wirst, komm ins Dreieck, heb den rechten Arm, blick ins rechte Augeneck an der Hand vorbei. Atme tief ein. Atme aus. Tief ein. Achte darauf, dass du wirklich keine Spannung im Schulter-Nackenbereich hast. Lieber bist du weiter oben, lieber guckst du mehr nach vorne, also einfach gerade. Und übst wirklich mehr mit den Augen. Noch einmal hier ein. Und die Füße stark. Vielleicht guckst du nach unten. Einatmen, komm nach oben zum Stehen. Ausatmen, beug das linke Bein. Einatmen hier. Ausatmen, verschränk einen Finger weiter. Die Hände hinter dem Rücken. Zieh die Schulter zurück. Streck die Arme ein. Atme aus. Zieh den unteren Bauch nach innen. Tief ein. Atme aus. Einatme hier. Du kannst die Faust auch gerne mal nach vorne bringen zur linken Taille. Und blickst hier nach vorne. Genießt den Nacken schön lang zu dehnen. Und dann streck die Arme nach vorne und nach hinten. Halt die Herzöffnung. Entspann die Schultern, blick über die linke Hand. Mit der Einatmung streck das linke Bein, heb den linken Arm, lehn dich nach hinten.
Mit der Ausatmung beugt das linke Bein, entweder der Unterarm auf den Oberschenkel oder die Hand außen am linken Fuß, gerne auf einem Block, streckt die rechte Seite lang. Streck dich noch ein bisschen länger. Atme ruhig ein. Geh die Schultern weg von den Ohren. Atme aus. Tiefer. Atme aus. Ruhig ein. Und ausatmen hier. Noch einen. Ganz leer werden. Einatmen, bring die rechte Hand zum Boden, heb die hintere Ferse, komm auf die Außenkante. Du kannst hier den Fuß mittig absetzen oder eben oben drauf stellen. Zieh die Zehen zu dir ran, heb den linken Arm. Atme aus, den Bauch aus. Tief ein. Vollständig aus. Einatmen. Und aus. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. Streck dich in den Hund. Bleibe einatmen hier. Die Handflächen ganz aktiv in die Matte schieben, besonders Zeige- und Daumenwurzel. Noch einen. Heb das rechte Bein nach hinten hoch, einatmen. Bring Knie und Nasenspitze zusammen, Schultern vor. Einatmen, streck das rechte Bein nach hinten. Ausatmen, wieder Knie, Nasenspitze zueinander, Becken hoch. Einatmen, streck das rechte Bein nach hinten. Knie nach vorne, Blick nach vorne, setz den rechten Fuß zwischen die Hände oder kurz dahinter. Zieh die Innenoberschenkel zueinander, schau, dass du hinten gut geerdet bist. Und dann heb dich nach oben in den High Lunge. Die Hände schulterbreit, Daumen drehen nach hinten, nach außen. Linke Hüfte schiebt nach vorne, atme tief. Gut, jetzt bewegen wir uns mit der Einatmung, streckt das rechte Bein. Ausatmen, beugt beide Beine, schiebt das linke Knie nach vorne und nach unten. Einatmen, strecken. Ausatmen, beuge hinten, vorne. Einatmen, strecke beide Beine. Ausatmen, nochmal tief beugen. Einatmen, strecken. Und ausatmen, beuge und setze jetzt das linke Knie zum Boden. Einatmen, Hände vor das Herz, Nabel nach innen. Dreh dich nach rechts, atme aus, Daumenwurzeln ans Brustbein, Blick über die rechte Schulter. Hier vielleicht das hintere Knie anheben ein. Kannst es auch am Boden lassen, atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig und achtsam der Atem. Und fünf. Komm einatmen mit den Händen zum Boden. Für Paschvatanasana mach von hinten so eine halbe Fußlänge den Schritt kürzer. Bring die Ferse zum Boden. Streck das rechte Bein, Rücken lang und schieb die rechte Hüfte zurück. Ausatmen, tauch über das rechte Bein. Lass den Kopf los. Gesichtszüge weich ein. Atme aus dem Bauch aus. Spür die Wärme in dir ein. Das ist Energie. Atme aus. In welcher Frequenz möchte diese Energie schwingen? In der Freude, in der Leichtigkeit. Mukasa, Namaste, Sukhino, Bhavantu, mögen alle Lebewesen überall im Universum glücklich und frei sein. Einatmen, beugt das rechte Bein. Komm in den Drehsitz, das linke Knie außen zum rechten Fuß. Setz dich an der Ferse vorbei. Wenn du möchtest, mach hier wieder, streck das linke Bein aus oder setz dich höher. Zieh die Wirbelsäule lang, heb den linken Arm und dreh dich
nach rechts, kannst das Knie in die Armbeuge oder den Oberarm außen an das Knie. Und jetzt streck dich einatmen. Guck ins rechte Augeneck, atme aus. Tief und ruhig der Atem. Die Einatmung ist genauso lang wie die Ausatmung. Ruhig ein. Atme aus. Ja, und zum Glück und zur Freiheit bist auch du mit eingeschlossen. Ja, gerade wenn du hier so bewusst in deinem Körper bist, tief atmest, eine bewusste Intention gesetzt hast, da arbeitet jetzt ganz viel im Innen und dadurch auch im Außen. Noch einmal ein. Atme aus. Komm einatmen nach vorne. Dreh dich zur anderen Seite gegen. Einatmen in die Mitte. Schwing das rechte Bein nach hinten. Lass das linke Knie vorne und setz die Hände unter die Schultern. Jetzt heb nochmal das Becken hoch und setz das linke Knie hinter die linke Hand. Und dann kannst du hier, wir bleiben ein paar Atemzüge, kannst du gerne auch was, ich zeige es einmal, eine Decke, vielleicht neben ein Kissen, Block unter die Pobacke legen. Hopp. Dass du ein bisschen aufrechter bist, bleib hier, atme ein und dann ausatmen, lass dich nach vorne sinken, entspann die Schultern, entspann die Stirn. Tief und ruhig fließt dein Atem. Vielleicht möchtest du deine Stirn auf die Hände legen, noch ein bisschen tiefer nach unten sinken. Dann kommst du von hier ganz langsam wieder nach oben. Setzt die Hände unter die Schultern, öffnest nochmal hier weit das Herz, wie so im aufwärts schauenden Hund der Oberkörper. Stell den rechten Fuß auf, hebt das linke Knie und streckt das Bein nach hinten in die Luft. Schau, dass der Abstand gut passt. Jetzt bringst du die linke über die rechte Hüfte, beugst das linke Bein, schieb die Hände groß und weit in die Matte. Atme ruhig und aktiv. Vielleicht merkst du den Fuß nochmal kreisen. Also den oberen natürlich. Und in die andere Richtung. Streckst das linke Bein, drehst die Hüfte ein und mit der Ausatmung bringst du Knie und Nasenspitze zusammen, Schultern vor und hoch. Einatmen, streck das Bein nach hinten in die Luft. Aus, Knie und Nasenspitze zusammen. Noch einmal, streck das Bein nach hinten. Knie, Nasenspitze zusammen, Blick nach vorne, setz den linken Fuß zwischen die Hände. Bauch nach innen, einatmen, heb dich nach oben, heb die Hüftknochen, heb das Brustbein, die Arme, schulterbreit. Ja, dreh die Daumen nach hinten, nach außen, streck dich hier lang, rechte Hüfte schiebt vor. Spür dich ganz weit, mit der Einatmung streck das linke Bein. Ausatmen, beug beide Beine, rechte Knie nach vorne, nach unten. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, beuge. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Noch einmal Strecke, einatmen. Und ausatmen, beuge. Setz das rechte Knie zum Boden, Hände vor das Herz. Bleibe ich hier ein. Dreh dich nach links, atme aus. Daumenwurzeln aufs Brustbein. Vielleicht hebst du das rechte Knie ein. Atme aus. Tief und ruhig dein Atem. Komplett aus. Noch zwei. Noch einer.
Einatmen, richte dich nach vorne, komm auf die Fingerspitzen, mach von hinten etwas kürzer den Schritt, senk die rechte Ferse, einatmen, Rücken lang, zieh die linke Hüfte zurück und dann tauche über das linke Bein, lass den Kopf los. Gerne sind die Hände auf Blöcken. Dein Fußgewölbe arbeitet aktiv mit. Die Beine sind aktiv gestreckt. Hier noch einen Atemzug. Werde komplett leer, beug das linke Bein und komm von hier in den Drehsitz. Rechte Knie außen zum linken Fuß, setz dich an der Ferse vorbei, die gleiche Haltung wie auf der anderen Seite. Streck den rechten Arm und dreh dich nach links. Wirbelsäule länger, blick ins linke Augeneck, atme aus. Tief und ruhig dein Atem. Atme aus. Fühl den ruhigen Atem. Ein genauso lang wie die Ausatmung. Noch einen. Einatmen, komm nach vorne, dreh dich zur anderen Seite gegen. Ein, wieder in die Mitte. Das linke Bein nach hinten, die Hände unter die Schultern. Hol dir das rechte Knie nach oben und setz es hinter die rechte Hand. Streck das linke Bein zurück. Gerne nimmst du dir wieder eine Decke unter die Pobacke, die rechte. Atme hier nochmal weit ein, fühl die Weite ums Herz, die Schultern ziehen zurück und dann kannst du Atemzug für Atemzug weiter nach unten sinken. Vielleicht kannst du die Stirn ablegen, gerne auch auf die Hände. Lass die Schultern los und genieße dich hier die Verbindung mit Mutter Erde. Tief fließt dein Atem. Eine Symbiose. Vollkommene Verschmelzung in diesem Moment. Gerne von hier kommst du langsam wieder nach oben. Bring die Hände weit zurück, heb dich hier nochmal weit wie im aufwärtsschauenden Hund, zieh die Schultern zurück. Und dann stell den hinteren Fuß auf, heb das Becken hoch und streck das rechte Bein nach hinten in die Luft. Dann rechte über die linke Hüfte, Nabel nach innen, Beckenboden aktiv, beugt das obere Bein. Beide Hände schieben weit nach vorne, das Becken schiebt weit zurück und vielleicht kreist du den oberen Fuß ein paar Mal. Spür den Beckenboden aktiv mitwirken. Andere Richtung. Dann streck das rechte Bein, dreh die Hüfte ein und diesmal setz einfach nur den rechten Fuß neben den linken ab. Schließ mal für einen Moment die Augen. Atme aus. Einatmen. Komm nach vorne mit geschlossenen Augen. Spür, wie der Atem dich führt in die schiefe Ebene. Ausatmen. Bringe Knie, Brust und Kinn ab. Einatmen. Schlängel dich in die Kobra. Bleibe. Atme aus. Leg die Stirn ab. Kreuzbein schiebt Richtung Fersen. Streck die Arme nach hinten, Nabel nach innen, einatmen, heb dich in die Heuschrecke, atme aus. Tief ein. Atme aus. Tief und ruhig ein. Fühl dich mehr im Brustraum. Auch wenn der untere Rücken stark arbeitet, werde ich hier
auf einer feineren Ebene weicher, dass du hier nicht verkrampfst. Nochmal ein. Mit der Ausatmung beugt die Beine, bring die Stirn zum Boden. Einatmen, greift in den Fußspann, Fußgelenk. Die Knie sind hüftbreit oder enger. Atme aus und dann einatmen, heb dich in den Boden. Atme aus. Eins. Tief ein. Ausatmen. Zwei. Ruhig ein. Und atme aus. Einatmen. Komplett leer werden. Zwei. Fühl dein Herz. Spüre dich hier. Atme aus. Senke ab. Mach ein Kissen mit den Händen. Leg eine Wange ab. Die Fersen nach außen. Spüre deinen Herzschlag und nimm auch die Weite im unteren Rücken wahr. Dann dreh dich um auf den Rücken, stell die Füße auf, Fersen nah am Gesäß für die Schulterbrücke, richte dich hier ein. Füße sind hüftbreit, parallel zueinander. Mit deiner Einatmung heb das Becken hoch und verschränk die Finger unter dem Gesäß. Press alles, was den Boden berührt, nach unten und hebe mit der Einatmung dein Brustbein so weit du kannst nach oben, dann kannst du die Schultern unter den Rücken ziehen, atme tief ein. Atme aus. Verlier nicht die Intention in der Praxis. Auch wenn es etwas dynamischer oder mal herausfordernder ist, werd nicht hart oder, wie soll ich sagen, zu pushig, sondern bleib immer hier in deiner Ruhe, in deiner Kraft. Und entfalte dich dann liebevoll mit dem Atem. Ein Herz weit, noch einen. Bleib mit der ein und langsam ausatmen, roll nach unten ab, bring die Füße mattenbreit, die Knie zusammen. Entspann den unteren Rücken, leg eine Hand auf deinen Bauch, die andere auf dein Herz. Nimm die Wärme und die Energie unter den Händen wahr. Zwei Optionen. Entweder übst du noch einmal die Schulterbrücke, gerne auch dynamisch, das heißt die Hüften hoch und die Arme nach hinten und ausatmen, senkst die Hüften und die Arme. Oder du übst das Rad, bringst die Hände neben die Ohren, Finger zeigen zu den Schultern, hebst einatmen, die Hüften hoch. Spür nochmal die Intention, spür die Ausrichtung, warum die ganze Arbeit in Anführungsstrichen. Und dann stell den Scheitel auf, bring die Ellenbogen enger und mit Liebe, mit Kraft drück dich hoch ein. Bleib hier, atme aus. Ruhig ein. Und aus. Tief. Atme aus. Einen, wenn du kannst. Bleib mit der ein und ausatmen, leg dich langsam wieder nach unten ab. Bring noch einmal die Füße mattenbreit, bring noch einmal Hände auf Bauch und auf Herz und lass hier dich tragen von Mutter Erde. Und dann ziehst du die Knie zu dir ran und schaukelst nach links, nach rechts zwei, dreimal. Genieß die Massage hier im unteren Rücken. Kommst in die Mitte, streckst die Beine, die Arme nach oben, kreist die Hände und die Füße ein paar Mal in die eine Richtung. Und in die andere. Kreuzbein bleibt gut geerdet hier. Knie können gebeugt sein, natürlich.
Jetzt schüttel die Beine und die Arme. Schüttel nochmal den ganzen Körper durch. Nimm diese schwingenden Bewegungen wahr. Bis zum Kreuzbein. Schwinge hier. Wenn irgendwo noch Spannung oder Enge ist, schüttel es weit. Okay, lass los, wir gehen in die Drehung. Und du kannst vielleicht den rechten über den linken Oberschenkelfußspann um die Wade schlingen. Rutsch mit dem Po nach rechts oder du lässt einfach die Knie nebeneinander. Wichtig ist, dass die Knie so in Bauchnabelhöhe sind und dann öffne dich, streck nochmal die Wirbelsäule. Und komme dann liebevoll in die Drehung. Die Arme können gestreckt sein oder auf dem Körper liegen. Alles gut. Achte darauf, dass du auf jeden Fall die Arme ablegen kannst, damit du keine Spannung in der rechten Schulter aufbaust. Im Gegenteil, dass du hier jetzt mal wirklich bewusst loslässt. Dann atme aus, komm zurück in die Mitte, falls umschlungen. Entknote dich, bring das Gesäß nach links, linke über den rechten Oberschenkel, Fußspann um die Wade und beide Knie nach rechts. Wieder erstmal lang werden, Platz schaffen und dann öffnen. Tiefer Atem. Werd auch weit im unteren Rücken. Nimm den ruhigen, langen Atem in dir wahr, noch einen. Atme aus. Komm einatmen in die Mitte. Entknote die Beine. Und dann greife in die Kniekehlen, schwing dich vor und zurück ein paar Mal. Und dann schwingst du nach oben zum Sitzen, streckst die Beine nach vorne aus. Für Paschimottanasana. Gerne sitze höher, gerne übe auch mit Gurt um die Füße. Und dann kipp aus dem Becken. Ja, es ist ein Kippen. Langsam nach vorne greif da, wo du kannst. Zerr dich nirgendwo rein, sondern lass dich über den Atem tiefer in die Haltung sinken. Entspann die Gesichtszüge. Zieh auch hier den Nabel nach innen, wenn du ausatmest. Füll deinen Herzraum mit der Einatmung und halte Platz zwischen Schultern und Ohren. Tief und ruhig dein Atem. Noch zwei Atemzüge hier. Zieh ausatmen, den Nabel nach innen. Komme langsam nach oben. Einatmen. Schau mal, dass du einen Block oder die Decke oder was anderes griffbereit hast. Nicht so unvorbereitet wie ich. Und roll dich dann langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Und so zwei Optionen. Entweder bringst du die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen und genießt es hier in dieser Hüftöffnung und in restaurativen Haltung abzuschließen. Du könntest hier auch was Schönes, die Beine auf das Polster oder Block legen, also ein bisschen höher mit den Füßen oder die Beine auf die Blöcke. Oder
Du hebst das Herz, hebst das Brustbein und den Beckenraum und setzt dir hier den Block, die gefaltete Decke oder vielleicht wie ich ein Kissen unter das Kreuzbein und streckst dann die Beine nach oben. Das ist deine Abschlusshaltung. Also richte dich hier ein. Wir bleiben jetzt mindestens 10 Atemzüge. Körper ruhig, aber lass den Atem noch präsent und aktiv und spüre, wie der Atem durch die Kehle in dein Herzraum strömt. Bleib noch wach, bleib gewahr. Über den Atem nimmst du Lebenskraft auf. Und diese Kraft verteilt sich in deinem ganzen Körper, füllt jede Zelle. Vielleicht möchtest du für die letzten 2, 3 Atemzüge nochmal die Hände auf den Bauch und auf dein Herz legen. Nochmal ganz liebevoll deinen Körper spüren, den Atem spüren. Falls du die Beine nach oben gestreckt hast, Knie und stell einen Fuß nach dem anderen ab, bleib nochmal für einen Moment. Falls die Knie nach außen geöffnet sind, zieh die Knie mit den Händen langsam zueinander und zurück zum Körper. Und dann nimm das Bolster auf die Seite oder den Block, leg hier ab, die Füße mattenbreit und jetzt schwing die Knie nach links. Über die Mitte nach rechts. Mach nochmal so ein paar Scheibenwischerbewegungen. Das ist ein wunderschöner Ausgleich nach beiden Übungen. Wunderbar für die Hüften, für das Kreuzbein, den unteren Rücken. Gut. Und dann bist du bereit für die Endentspannung. Deck dich hier gerne zu. Leg dir auch gerne entweder die Blöcke oder was auch immer du hast und die Oberschenkel oder leg dir die Decke unter den Kopf. Was auch immer jetzt deine bequemste liegende Haltung ist, nimm sie ein. Shavasana. Der ganze Körper liegt symmetrisch ausgerichtet auf dem Boden. Die Finger sind gelöst, die Füße fallen lose nach außen. Mach noch mal ein paar Grimassen, Mund auf und zu, die Augen blinzeln oder schließ sie, öffne sie weit. Unterkiefer ein bisschen lösen. Ja, und dann schließe die Augen, den Mund sanft. Atme gerne noch einmal bewusst aus. Lass den Atem jetzt ganz natürlich kommen und gehen. Entspanne die Zehen, Fußsohlen und Fußgelenke. Entspanne Waden, Knie und Oberschenkel. Entspanne den unteren Rücken, mittleren und oberen Rücken. Die ganze Wirbelsäule ist entspannt. Entspanne den Bauch und den Brustkorb.
Entspanne Finger, Hände und Arme. Schultern und Nacken entspannt. Der Nacken lässt die Schultern los. Entspannst die Kopfhaut. Entspanne die Stirn. Die Augenbrauen. Lass den Raum zwischen den Augenbrauen ganz weit werden. Entspanne die Augen. Augäpfel sinken zurück. Entspanne dein Kiefergelenk. Lass den Unterkiefer los. Entspanne die Zunge locker in der Mundhöhle. Weich, vielleicht geöffnet. Der Oberkiefer ist entspannt, die Nase ist entspannt. Zur Nasenwurzel bist du ganz entspannt. Nimmst hier nochmal den Raum hinter der Stirn wahr. Entspannst die Ohren, nimmst den Raum zwischen den Ohren wahr. Entspannst den Raum unter der Zunge. Entspannst den Raum um dein Herz. Der ganze Körper ist entspannt. Lass los. Tauche tiefer und tiefer nach innen. Verbinde dich mit den unendlichen Weiten deines Selbst. Noch für ein paar kostbare Momente. Dann bleibe noch so ruhig am Boden liegen und mit deiner Achtsamkeit hier zurück in den Raum und sehe dich auf der Matte liegen. Und dann atmest du ein bisschen tiefer ein und schickst Bewegung in den Körper.
Vielleicht möchtest du dich auch nochmal ein bisschen lang strecken oder noch für einen Moment liegen bleiben, auch okay. Hier zu dir ranziehen. Vielleicht auf die rechte Seite rollen und hier auch nochmal nachspüren. Lächel dir zu. Spüre das Lächeln. Und dann drückst du dich über die Seite nach oben zum Sitzen und lässt auch hier nochmal für einen Moment die Augen geschlossen, bleibst aufrecht. Ein paar Atemzüge ganz bewusst fließen sie in deinen Körper ein und wieder aus. Und gerne leg eine Hand auf dein Herz, die andere darauf und verbinde dich hier noch einmal mit diesem Feld in dir, deinem Herzen. Spürst, wie sich dieses Feld ausdehnt, dieser Raum weiter wird. Gerne spüre Dankbarkeit für irgendetwas in deinem Leben. Für die Dankbarkeit hier in dir. Und wenn du möchtest, senk die Stirn. Om Bolo Satguru Shri Bhagavana Ki. Wenn du soweit bist, öffne die Augen, heb den Blick und ich wünsche dir alles Liebe.